willkommen zu einem neuen Video. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Melanie und ich habe euch abstimmen lassen auf Instagram. Soll ich einen Shopping-Haul machen? Ja oder nein? Und ihr habt zu unglaublichen 100% für Ja gestimmt. Also kommt hier der Haul. Was habe ich gekauft? Ich musste ganz kurzfristig von heute auf morgen ein Bewerbungsgesprächsoutfit besorgen, da ich von heute auf morgen zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wurde. Und ja, der Plan war, etwas Sportliches, aber Legeres, Schickes zu finden. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Ich habe außerdem noch ein paar andere Sachen gekauft, denn ich bin ja schließlich auch nur eine Frau. Und die werde ich euch natürlich auch zeigen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Haul. Das erste Teil ist eine einfache Bluse, eine weiße Bluse mit blauen Punkten. Ich habe mich für diese Bluse entschieden, da die zugehörigen Sachen auch so ein dunkles Blau haben. Ich glaube, das nennt sich Marineblau. Bin mir aber nicht sicher, also falls ich irgendwas Falsches sage, nehmt es nicht so ernst. So sieht das aus, diese Punkte. Und es ist eigentlich auch sommerlich und schick. Ich finde es richtig, richtig cool. Dieses T-Shirt habe ich von Cécile und das war 15 Euro. Oben drüber habe ich einen Blazer. Also hier seht ihr nochmal die Farbe. Der ist leicht gerippt. Dieser Blazer ist 34 Euro gewesen und ist von Tom Taylor. So, eine Hose fehlt natürlich auch noch. Die hat dieselbe Farbe. Die ist auch dunkelblau. Diese Hose ist ebenfalls von Cécile und hat auch nur 15 Euro gekostet, da die im Angebot war. Die Hose ist keine lange Hose, das ist eine Dreiviertelhose, was ich sehr schick finde, was nochmal dieses sportlich Schicke unterstreicht. Ich finde, die sitzt richtig gut und ich finde die einfach nur toll. Die hat ja auch so schicke Taschen. Oh mein Gott, ich habe keinen Plan, ob man das sieht. Die hat ja auch so schicke Taschen. Jetzt sieht man es. So schicke Taschen hat die hier. Und das ist kein Jeansstoff, sondern eher so ein Stoff, was? Die Schuhe fehlen noch. Die Schuhe sehen so aus, das ist die Marke Bench und die waren 39 Euro. Die haben hier so braune Details eingearbeitet, was ich sehr schick finde. Ich trage zu dem Blau auch noch einen Gürtel, der ungefähr dieselbe Farbe hat wie das Braun, was es dann wieder stimmig macht. Also das passt dann wirklich alles komplett zusammen und ich bin richtig glücklich, dieses Outfit gefunden zu haben. Ja, das sind die Schuhe. Ich liebe sie. Kosten 39 Euro. Und ich habe die aus dem Deichmann. Ich würde sagen, dieses Outfit zeige ich euch jetzt erstmal angezogen. Denn das ist mein komplettes Outfit fürs Bewerbungsgespräch. Und dann zeige ich euch noch die anderen Sachen. Das ist mein Outfit. Ich finde es echt schick. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Okay, ich habe jetzt noch ein paar andere Teile. Die möchte ich euch auch zeigen. Ich wusste nicht so genau, welches Oberteil unter diesem Blazer passt. Deswegen habe ich noch ein anderes Hemd. So sieht das aus. Auch von Tom Taylor. Das war 27 Euro. Ist auch was für den Sommer, auch wenn ich das jetzt nicht zu diesem Gespräch anziehe, finde ich das trotzdem total hübsch. Und werde es auch in meiner Freizeit anziehen. Ich zeige euch das gleich noch angezogen, aber ein Teil habe ich noch, das zeige ich euch vorher. So, jetzt wird es sommerlich. Der Sommer steht vor der Tür und deswegen habe ich noch so ein süßes Top. Das ist wirklich sehr sommerlich und ich finde, das ist so ein ganz anderer Stoff. Der ist anders, aber trotzdem angenehm. Dieses Top habe ich vom Kolosseum und es war 9,99 Euro. Und jetzt zeige ich euch die Sachen nochmal angezogen. So, das ist das erste Oberteil. Ich finde, es sitzt unglaublich gut, es ist schön luftig und es ist genau das richtige
auch für den Sommer. Ich mag es. Das ist das andere Oberteil. Es ist so richtig girly-mäßig und es fällt hier einfach wunderschön. Moment, ich zeig's euch. Wirklich einfach unglaublich hübsch und ich liebe es. Ich liebe alle neuen Sachen. Ich bin so aufgeregt. Bleibt auf jeden Fall dran, denn am Dienstag wird sich entscheiden, ob mein Bewerbungsgesprächsoutfit mir weiterhilft. Naja gut, ob das jetzt sowas dazu trägt, das weiß ich nicht. Aber wenn man gepflegt auftritt, dann hat das sicherlich, dann hinterlässt das sicherlich schon einen guten Eindruck. Und ja, dann am Dienstag wird sich entscheiden, wie es hier auf diesem Kanal weitergeht. Oh mein Gott! Falls das am Dienstag klappen wird, dann kommen hier bombastische Vlogs. Das könnt ihr mir glauben. Dann kommen hier richtig, richtig krasse Vlogs. Und ich freue mich so unglaublich doll drauf. Muss ich nur noch den Dienstag bestehen und überleben. So ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Däumchen da oder einen Kommentar. Abonnieren ist kostenlos und würde mich sehr unterstützen. Aktiviert das Glöckchen, dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bleibt dran, es bleibt spannend. Es wird wahrscheinlich spannend oder ich hoffe, es wird spannend. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!